Kriegen wir jetzt eine rote Karte oder so? Bitte, ja, ein hervorragender Kampf. Ich fühle mich so frisch wie ein blauer Himmel nach einem tosenden Sturm. Hier, Erinnerung, rote Karte. Jawohl. Yeah. Die wird uns nützlich werden, denn Hala hat Kampf-Pokémon und der wird auf jeden Fall physischen Kontakt herstellen. Ja. Den anderen Routen findest du ähnliche Trainer wie mich, die auf der Suche nach wahrer Stärke sind. Ich denke, es wäre ein erstrebenswertes Ziel, auch jenen Suchenden gemeinsam mit deinen Pokémon die Stirn zu bieten. Jo, jo, jo. Wem können wir das denn mal geben? Das ist eine gute Frage. Ich meine... Mit wem gehen wir zuerst in den Kampf taktisch? Na, wir können ja mal gucken, was... wenn er Kampf-Pokémon hat, dann wären ja eigentlich... Psycho-Attacken haben wir nicht. Was ist noch gut gegen Kampf-Flug? Ja, du, aber ich würde vielleicht Patrick als erstes nehmen, wegen Gena. Der kriegt dann einen aufs Maul, das gegnerische Pokémon wird ausgetauscht und dann hat ja Hala sofort sein stärkeres Pokémon draußen. Dann können wir das direkt einschläfern. Aber dann könnte es ja wieder... Ach nee, rote Karte ist nur einmal. Ja. Ey, außerdem spoilern mir nicht alles, dass der nur zwei Pokémon hat. Das weiß ich nicht, wie viele er hat. Ach nee, ich... Ich weiß, dass er Kampf-Pokémon hat und das eins davon, das kenne ich. Ah, okay. Und das ist stark. Stärker. Ich weiß nicht, ob es sein erstes oder zweites ist, aber ich kenne nur eins. Ja, ich würde ja jetzt einfach sagen, wir brauchen die rote Karte nicht zwingend. Ja, okay. Aber dann pack trotzdem mal Türkan vor. Ja, ja. Oder Wingull, glaub ich. Wingull. Ja. Das hat die bessere Flugattacke. Okay. Aber Türkan hat doch den höheren Angriff, oder? Das kann natürlich sein, ne? Ja. Weil der Vogel ist auf Angriff init. Ja. Müssen wir gleich noch... Lilii hat, glaube ich, kein Pokémon Center, ne? Oh, wei. Dann müssen wir gleich Wingull anders heilen. Na, vielleicht geht's auch so schon. Und da oben rechts wäre noch ein Gebiet gewesen, was wir noch nicht kennen. Mhm. Müssen wir dann... Achso, ja, okay. Wir können ja mal. So, zack, 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 hier lang. Ja. Das ist das Stück. Ah, hier. Beeren. Ja, das ja. War's dann auch schon. No. Und noch eine Beere. Citrobeere, ja, die ist Citrobeere ist gut. 30 KP, oder? Ja, genau. So, tschüss. Lalalalalala. Ach, ich denke, wir schaffen das mit unseren Pokémon auch so. Na, wie gesagt, Wingull heilen. Mit Taktik. Grab him by the pussy. Außerdem, vielleicht wird man ja sowieso wieder geheilt, weil das Spiel nicht unfair ist. Naja. Mal schauen. Du und dein Team habt die Prüfung bestanden. Bin gespannt, welche Taten ihr von nun an mit ganz auf einsetzen werdet. Also, ich bin zwar kein Trainer, aber sogar mir ist klar, dass das eine großartige Leistung war. Piu! Holla, der Hieselkönig von Millimilli ist sehr stark. Er ist ein wahrer Meister im Umgang mit Kampf-Pokémon. Gegen die kommen am besten mit Flug oder Psycho-Attacken an. Jo. Ach, mach stimmt, unser Fleckmann hat ja auch Konfusion. Ja, stimmt, nice. Oh, na dann. Geben wir zu Hala. Wir haben eigentlich so viele Pokémon, die da gut eine gute Attacke gegen haben. Ja, also ich glaube, wenn ich privat spiele, mache ich das auch so. Geben wir zu Hala. Wer ist irgendwo in Lili? Da bist du. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Prüfung der Vegeta-Höhle. Gute Arbeit. Ich nehme an, du bist hier, um dich mit dem Inselkönig zu messen. Also gut, Hildegard. Du und dein Fleckmann, seid ihr bereit, gegen mich anzutreten? Ja. Was, nur das Fleckmann? Nein. Ja. Diesen Kampf habe ich sehnsüchtig erwartet. Nur das Fleckmann. Nur das Fleckmann. Nicht mal du, nur das Fleckmann. Ja. Ich darf es nicht mal, ich darf ihn nicht mal anweisen. Weißt du hier, Sumo-Ringer, Sumo Brothers. Ja. Wuppangangangstahl. Endlich ist der Augenblick gekommen. Ich möchte mich dir erneut vorstellen, Trainer auf Inselwanderschaft. Ich bin Hala, der Inselkönig von Melemele. Hala Matata. Hala Matata. Hakuna Maitatas. Wow. Nun gut, wollen wir beginnen? Auf dich wartet die letzte Prüfung von Melemele, der Pokémon-Kampf gegen den Inselkönig.
Mit anderen Worten, die große Prüfung. Also, Hildegard, zeig mir die ganze Kraft, die in deinen Pokémon steckt und beweise, dass du würdig bist, den Glitzerstein von Kapuriki zu tragen. Ich werde mich nicht zurückhalten. Der alte Hala wird dir zeigen, was in einem richtigen Inselkönig steckt. Eine Menge Futter. Möge die große Prüfung beginnen. Oder Elima. Ja, aber das sieht man nicht, weil er hinter ihm ist. Fuss Roger! Inselkönig Hala fordert dich heraus. Mit einem Mankey erstmal. Hm. In einem Hyperball. Ah, der hat drei. Siehst du? Mhm. Lol, wo kommen die ganzen anderen Leute auf einmal her? Ha? Ha? Ha. Oh, warum brennen die Fackeln am helllichen Tag? Ha? Ja, ha. Energiefokus. Ach, leck mich mit Energiefokus. Konfusion! Echt? Ja. Ist Mankey katholisch? Evangelisch? Was? Oh oh, Verfolgung? Oh, fu. Ein Volltreffer und trotzdem nur die Hälfte abgezogen, nice. Scheiß Mankey, ne? Ha, sehr effektiv Volltreffer. Cool. Cool, dass er so ewig Inselkönig ist, ja, aber Hauptsache erstmal Pokémon auf Level 14, nice. Ja. War richtig gut trainiert, der Mann. Na, auf jeden Fall. Ein Krabox. Was war Krabox? Kampf war das nur, ja. Ach. Ja, hatten wir ja mal. Hatten wir vorhin ausführlich geklärt. Wir können ja mal einfach Turkan nehmen. Jawohl. Der steht ja auf Raufereien. Aber gucken, ob er es auch alleine kann und ohne seine Freunde. Boah. Ist uns wirklich mein Bruder. Das ist mit dem Messer zur Schießerei. Aber der Schnabel. Sieht cool aus. Hast du schon mal eine Möwe gesehen, die eine Krabbe öffnet und frisst? So stelle ich mir das vor gerade. Das ist krass brutal. Ja. Vor allem, der hat schon ein blaues Auge, weil du ihm reingepickt hast. Alter. LOL! Nein! Nein! Oh nein. Fulminante Faustschläge, aber es ist eine Kampfattacke immer noch. Fulminantes Scheibenkleister, das ist ja ein fulminantes Fisting. Ja, auf jeden Fall. Boah. Ich hätte aber zu gern den Tanz von... Alter! Ich hätte aber trotzdem zu gerne den Tanz von Hala gesehen dazu. Richtig. Okay, tschüss Türkan. So, versuchen wir es nochmal mit Patrick. Oh weia. Ach so, jetzt sehe ich das auch. Verfolgung, natürlich. Alle haben sie Verfolgung. Warum können die alle Verfolgung? Das ist echt gut. Also das ist echt gut von dem Schwierigkeitsgrad her. Ja. Ja, kannst echt nichts sagen. Oh weia. Ja, entweder ich versuch nochmal mit Konfusion. Der trägt ja die Flinkklaue. Eine Chance besteht. Nee, der nicht. Doch, Patrick hat doch jetzt die Flinkklaue. Patrick hat die? Meine schon. Stimmt. Ja. Also, boah, Alter, noch ein Trank, Hala. Hala Kolumna, ey. Hala Kolumna. Ja, Flinkklaue. Nochmal eine Attacke und dann haben wir wenigstens... Fleckmon kommt zuerst zum Zug. Fleckmon kommt zuerst, oh, ja. Nö. Oh, das Arme. Tschüss, Patrick. Patrick. Ich bin Thaddeus. Was? Ja. Oh, weia. Und gegen das letzte von ihm, was ja noch schlimmer ist, wahrscheinlich. Da. Mal schauen. Oh, geil, Initiative-Vorteil. Yes. Sehr schön. So, nächstes Mal erstmal mit Superschall auf. Versuchen. Ja, Superschall. Erstmal verwirrend. Makuhita. Ja, wäre ja natürlich cool, wenn es sich vor Verwirrung selbst verletzen können würde. Ja. Und es setzt Mogelhieb ein, das ist schon mal nicht schön. Volltreffer sogar. Oh. Ja, natürlich. Naja, gut, aber nochmal Superschall hier. Wenn schon. Meisterball werfen. Ja. Habe ich mal gemacht in meiner alten Edition. Hat natürlich nicht geklappt und dann war der weg. Und bam! Jawohl, so nämlich. Ja. Und jetzt richtig reindunsen. Hyperheiler, du Blödmann, du! Aber wenigstens haben wir jetzt einen frei dadurch gehabt. Und Scheiße. Ja, und jetzt höhere Initiative, bitte. Ja. Easy Game Win. Na, klappt. Ohne Item-Einsatz. Nice. Dieser Penner, ne? Ja. Aber ey, der Schwierigkeitsgrad, Mann. Na, nice, ne? Mega gut. Und dass die auch immer sich, die bereiten sich ja auf die Taktik, mit der du kommst vor.
Das ist gut. Ja. Sehr gut. Wie war die Musik? Standard. Okay. Fand ich okay, aber nix, wo ich jetzt gesagt habe, boah, yeah. Nee, eigentlich nicht. Du und deine Pokémon, ihr habt wirklich Talent. Riki! Hey, da war ich mal. Oho, es scheint, als hätte Kaporiki unser Kampf gefallen. Ich vermute, Kaporiki kann es kaum erwarten, selbst herauszufinden, wie stark du und deine Pokémon geworden sind. Ich möchte dir diesen Z-Kristall überreichen. Kristall. Ich möchte dir diesen Kristall überreichen. Damit kann ein Trainer seine Kämpfe auf seine Pokémon übertragen. Kräfte. Was lese ich denn da? Schwupp! Kampfkristall. Komm. Oh, die Haare sind schön animiert beim Flackern. Große Prüfung bestanden! Juhu! Erste Insel vorbei. Ja, cool. Nice. Du erhältst den Kristall Battaliums. Battaliums wurde in der Kristalle-Tasche verstaut. Aufgepasst. Kampfium genannt. Kampfium, ja. Aufgepasst, Hildegard. Wenn oder Faustium. I Faustium, du Balk. I Faustium. Wenn du was sagst, I Faustium. Wenn du die Kraft vom Typ Kampf einsetzen willst, musst du deine Arme so und deine Hüfte so bewegen. Zack, 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 zack. Damit wären deine Prüfungen auf Mele Mele, der ersten Insel von Alola, abgeschlossen. Mit dem Stempel dieser Prüfung gehorchen dir alle Pokémon bis Level 35, auch die, wow, die du per Tausch erhalten hast. Selbst hinter den hellsten Sonnenstrahlen ist der Mond unser ständiger Begleiter. Dasselbe gilt für die Sonne, die nur scheinbar hinter dem Schleier der Nacht verschwindet. Scheinbar, hahaha. Viele Dinge in Alola existieren, obwohl wir sie nicht sehen können. Es liegt an uns, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Auf deiner Reise wirst du viele Menschen und Pokémon treffen. Denke immer daran, auch ihnen mit der nötigen Geduld zu begegnen, um ihre nicht sichtbare Seite zu entdecken. Den Rücken? Die nicht sichtbare Seite der Macht. Dann wirst du zweifellos eines Tages wieder auf Kaporiki treffen. Ja. Wollen wir mal zum Kaporiki-Tempel hoch? Das klang ja gerade so, als würde er uns kennenlernen. Tau! Achso. Groß. Nur die Ruhe, Tauros. Groß. Groß. Da kommt mir eine Idee. Ich werde dich auf Tauros reiten lassen, wann immer du willst. Warum fragst du? Na, weil Tauros auch auf Inselwanderschaft gehen will. Tauros! Hier, Hildegard, das schenke ich dir. Du wirst es brauchen, um auf Pokémon reiten zu können. Pokémobil erhalten? Jawohl. Pokémobil Funk erhalten. Funk? Spielt das Funkmusik? Ja. Oh, krass. Warum probierst du es nicht gleich einmal aus? Okay. Tada! Oh Gott. Wie das aussieht. Das sieht aber cool aus. Wenn man auf Tauros reitet, sieht die Welt doch gleich ganz anders aus, oder? Ja, kleiner. Indem sie uns auf sich reiten lassen, bieten die Pokémon Alolas uns ihre Unterstützung an. So ist das bei uns, Hildegard. Dann will ich dir mein Geschenk mal erklären. Mit dem Pokémobilfunk kannst du Pokémon für Pokémobil herbeirufen. In der Bedienungsanleitung steht, mit dem Y-Knopf aktiviert man den Pokémobilfunk, mit dem B-Knopf den Tauros Rambok. Der Pokémobilfunk kommt samt Reitausrüstung. Ich bin sicher, du wirst Tauros lieben lernen, wenn du auf ihm durch Alola reitest.
Wenn du den Pokémobilfunk benutzt, eilt das entsprechende Pokémon herbei, um dich zu unterstützen, egal wo du gerade bist. Auch in Häusern? Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Herzlichen Glückwunsch, Hildegard. Der Pokémobilfunk wurde übrigens von mir und einem meiner Freunde verbessert und auf den momentanen Stand gebracht. Hoffentlich hilft er dir auf deinen Reisen. Beeindruckt, dass du ohne die Z-Kraft gewinnen konntest. Wir sollten uns wieder einmal auf einen Pokémon-Kampf treffen. Ich hoffe, dass deine Inselwanderschaft von Erfolg gekrönt sein wird. Also dann, Hildegard. Du solltest gleich mal ausprobieren, wie stark Tauros ist. Warum versuchst du nicht, mit ihm die großen Felsen auf Route 1 zu zertrümmern? Oder auf die auf Route 3? Oder 2. Oder 2. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. Gut, dann kriegst du auch noch ein Geschenk von mir. Nee? Trugschlag, yay! Jawohl. Geil. Ist das die zum Pokémon-Schwächen? Ja, ne? Ja. Gut. Mit Trugschlag kannst du dir sicher sein, dass die KP eines Ziels nicht unter 1 fallen. Damit kannst du vielleicht ein Pokémon fangen und dabei deinen Rotom Pokédex füllen. Aber zuerst solltest du bei deiner Mutter vorbeischauen. Danach können wir uns am Hafen von Haroli City treffen. Ja. So, jetzt muss ich aber langsam meine Yacht klar machen. Hilfst du mir dabei, Lili? So ein dekadenter Wichser, wie mein Rektor. Erst die Begrüßung, ich miete mal eine Band und Lasershow und fucking Stadion. Hildegard, darf ich dich um etwas bitten? Klar. Ich möchte Wölkin in seine Heimat zurückbringen. Ich habe dir ja schon davon erzählt, dass mein kleiner Freund mich aus einer sehr brenzligen Situation gerettet hat. Deshalb möchte ich ihm helfen. Aber da ich kein Pokémon-Trainer bin, kann ich alleine nicht viel ausrichten. Deshalb benötige ich deine Hilfe, Hildegard. Das muss sich sehr selbstsüchtig anhören, ich weiß. Ich weiß ja nicht. Ach komm, das ist Lili. Ja. Vielen Dank, ich bin froh, sonst hätte ich nämlich nicht weiter gewusst. Dann würde ich sagen... Warum sprichst du sie jetzt auch so? Es ist so rührig. Frag ich mich gerade auch. Wir zwei begleiten dich, blablabla. Wir zwei begleiten euch zur nächsten Insel. Pew. Ich habe gerade ein kleines technisches Problem. Spiel mal gerade selber weiter. Ja.